Herzlich willkommen zu einem Part von Heyday Farm bewerten. Und wir haben 300 Farmen am Stissel, die wir uns angucken und bewerten werden. Wir fangen direkt mit der ersten Farm an. Und das ist 98. Es ist 98 hier. Yakis Wunderfarm, okay. Ich hoffe, man hat mir eine Anfrage geschickt und ist direkt am Stissel mit Level 39. Bin ich mal gespannt. Yaki, doch, da ist er. Da haben wir ihn schon. Yakis Wunderfarm. Schon Part 15 hier von Farmen bewerten. Geht echt flott. Es geht flott, aber jeder kommt dran, keine Angst. Also falls nicht dran kommt, ihr werdet definitiv bewertet werden. Okay, es viel kreuz und quer verteilt. Also nicht so auf einem Fleck, wo man sagt, okay, das hat er jetzt da gebaut und das da. Ist ja meistens immer eine gute Sache, dass nicht alles so auf einem Fleck ist, weil sonst, ja, die meisten kopieren dann was und so, aber so ist es ein bisschen schwieriger zu kopieren, wenn man ein bisschen verteilter alles aufgebaut hat. Deswegen geht das auf jeden Fall so schon mal klar. Der Eingang, okay, ist gut. Steinweg. Ja, geht hier rein. Das fährt links. Okay. Vom Schiff geht der Weg dann zum Hauptgebäude. Hier geht es dann rein. Hier geht es durch zur Mine. Aber hier hat er keine Öffnung gemacht. Ne, schade. Hier wäre eine Öffnung cool gewesen. Aber das ist besser so. Sonst musst du das ja auch umbauen. Das sieht dann ein bisschen. Hier wird es komisch aussehen. Hier wird es passen. Deswegen. Obwohl es so hier komisch aussieht und hier passt. Also ein bisschen zwieschneidig. Hier geht der Weg runter. Durch die Gebäude durch. Tiere. Interessantes Layout. Sehr interessant. Hier noch zu Rosé und Ernesti. Rose. Und die Felder. Ja, da habe ich ja schon häufiger was zu gesagt. Also mir wird das niemals passieren, dass ich diese aufstellen würde, weil bei dem Weizenfarm, was ich mache, wäre das einfach nur Chaos, das so zu bauen. Aber so sieht die Farm doch gut aus. Ich finde es ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Also, ich finde es so groß im Ganzen, sieht so gut aus. Aber dekomäßig ein bisschen schwach. Ah, sehe ich jetzt erst. Guck mal, er hat hier so eine Mauer-Busch-Abwechslung gemacht. Das ist hier nochmal so ein abgetrennter Bereich. Hier unten ist aber leider nichts. Da passt doch wahrscheinlich nicht viel hin. Dann geht hier der Weg raus. Ach so. Das erkennt man aber schwer. Das hier passt irgendwie nicht zusammen. Das ist auch ein bisschen zu eng. Hier würde ich vielleicht überlegen, ob du einfach die Hecke wegmachst, dann das bis zur Blumenhecke lässt und hier nochmal das mit dem verbindest. Auch nochmal mit dem Feldweg, was du hier halt alles gemacht hast. Das wird, glaube ich, besser aussehen. Könntest du das hier auch zumachen. Machst du das zu, gehst dann hier raus und dann ist das hier auch noch mit verbunden. Ich glaube, das wäre besser, weil das ist irgendwie, das passt nicht hier rein. Hier hinter finde ich auch blöd, das. Schade finde ich das eher. Dass du hier nicht das ein Stück nach hinten schiebst und dann das auch noch mit einbeziehst in die Deko. Weiß ich nicht, warum du da auf Sparbremse gegangen bist. Ich meine, die zwei, drei Felder kannst du auch mitnehmen. Es wird dir irgendwann irgendwo fehlen, ich sag's dir. Tja, Yaki, ich gebe dir für deine Farm eine 3 von 10. Ups. Ah, ich bin immer in einem falschen Fenster. Okay, nächste Farm. Wer ist die nächste glückliche Farm, die wir uns angucken? 25. Win. Road to Level 50. Ist wahrscheinlich schon Level 50. Er ist doch mit Sicherheit schon Level 50 mittlerweile. Nicht? Ich sehe ihn gerade gar nicht. Okay, dann muss ich mal eben suchen.
Tja, der gute Wind ist Level 47, aber er hat mir keine Anfrage geschickt. Das heißt, er wird nicht bewertet. Okay, nächste. 66. Farm Yannick, Level 61. Gucken, ob er mir eine geschickt hat. Jo, da ist er. Da haben wir eine Farm Yannick. Sehr schön. Die zweite Farm von heute. Gucken, was sie so auf Lage hat. Bin gespannt. Erstmal ganz grob hier drüber gehen, wenig erweitert. Okay. Auch wieder ein verteiltes Felderlayout. Boah, das wäre echt Horror für mich. Ich würde das niemals auf meiner Farm bauen. Ich würde durchdrehen. Ich würde durchdrehen. Sanjo ist gerade hier am Start. Ich mache mal die Musik aus, weil sonst hört man sie nicht so gut. Ja, was willst du Farm von Yannick geben? Also, das ist jetzt ein Special hier. Nicht immer der Fall. Also, ich finde auch gut die Farm. Aber ein bisschen schade finde, dass er so viele Wege benutzt hat. Also, hier den Weg, dann das hier. Okay, der Abwechselweg ist ja cool mit Greg hier. Aber dann hier wieder Steinweg, Feldweg, weißt du? Hier Schotterweg. Dass er immer so wechseln geht. Klar sieht das auf eine Art gut aus. Hier Steinstraße. Ja, das sind halt so Sachen. Und für mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese Felder verteilt, ich finde das voll blöd, das zu managen, wenn die so kreuz und quer stehen. Ich würde durchdrehen, wenn ich die mal suchen müsste. Was würdest du ihm geben von, also 0 schlechteste, 10 beste? Dann eine 7. Eine 7. Ja. Ja, dann ist das halt eine 7. Da rede ich jetzt mal nicht rein. Okay, wir losen den nächsten aus. Macht es ja mit Zufall hier. Was gewinnen die denn? Wir können Sticker, Poster und Diamanten gewinnen. So, 97 ist der nächste. Hat man schon. Musst du nicht auch noch hier diese Boxen Ja, machen? aber nicht bei Farm bewerten, weil das würde viele ausschließen. Fabian hat eine gewonnen, ne? Ja, Fabian hat eine gewonnen. So, hier, das ist der nächste. It's Wednesday, my dudes. 79. Guck mal, ob er mir eine Anfrage geschickt hat. Dann ist er auch am Start. 74. Doch hat er. Okay, 75 ist er mittlerweile. So. Kannst du mal deine erste Meinung zu sagen? Ach, Wednesday, nicht Wednesday, ne? Oh, das war wieder ein Englisch-Fail von mir. Wednesday. Kann man beleben. Nehmen wir mit. Hat viel erweitert für Level 75, ne? Hat ja unten schon alles frei. Der weiß auf jeden Fall, dass er jetzt bewertet wurde. Was mir hier direkt auffällt, ist, dass er so viele Lücken hat. Was ja nicht immer schlecht ist, Ja, aber. ich denke mal, dem fehlt doch noch einiges, dass er die deswegen gelassen hat, ne? Oder? Andersrum hat er bis unten hin dekoriert. Das ist die letzte Farm von heute. Letzte, hast nicht eben gesagt. Ja, von heute. So. Ich weiß auch gar nicht, ob man dich richtig hört, aber ich glaube schon. Ich muss mich mal näher ranhalten. 6. Eine 6. Was würdest du besser machen? Ach je. Ist nicht so einfach, ne? Nee. Schreibe mal alles, wäre einfach, eine Farm zu bewerten, aber ist das gar nicht so einfach. Also ich finde hier auch zum Beispiel, wie gerade bei der Farm,
viel zu viele verschiedene Wege. Ich glaube, da kann er strukturiert auf einen Weg gehen. Allein hier, wenn du bist, von hier bis zur Scheune, da hast du schon vier verschiedene Wege. Die Bäume, die sind doch alle so verteilt. Du brauchst ja, wenn du da beleben willst, dann bist du auch noch ein Sucher. Ja, das stimmt. Brauchst einen Kompass. Ein Kompass, ja. Ein geeichten. Aber guck mal, jetzt schon alle Eichhörnchen. Wow. Sich sieht ja nicht schlecht aus. Ja, aber ich würde ein bisschen strukturierter Aber ich finde, vorgehen. Janning sah jetzt schöner. Janning. Janik. Aber mit G. Ja, aber ohne N dazwischen. Janik. Janik. Ja, das Janning. Ach so, hab ich. Ja. Hast du auch schon eine 10 dabei gehabt? Ja, eine. Bis jetzt. Dann gib dem auch eine 7. Auch eine 7. Also ganz einverstanden bin ich damit nicht, aber. Was sagst du denn? 6. Ich hätte eine 5,5 gegeben. Dann Was? nehmen wir die Mitte, die 6. Ja, dann nehmen wir eine 6. Ja, das war's. Wir Farben bewerten heute. Falls ihr auch mal wollt, schreibt euren Ingame-Namen, Level und eure Kürze in die Kommentare und müsst an diese Farben eine Anfrage schicken und dann werde ich euch aufschreiben und auch bewerten. Maui steht hier auch da. Ja, Maui ist auch drauf. Einige da. Dabei. Viele. Die waren noch nicht dran. Die Weißen sind noch nicht dran gewesen und die Hellblauen waren schon. Und die Roten hatten mir keine Anfrage geschickt. Ja, alles dabei. Sag's dir. Ja, danke fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao.